die Schlussredaktion für Spektrum Neo kriegt die Artikel auf den Tisch, wo jeder denkt, die sind fertig, also fertig gelayoutet, der Redakteur hat alles fertig bearbeitet und dann setzen wir uns hin und lesen die Texte durch und finden noch Schreibfehler und falsche Kommas und manchmal komische Formulierungen, die wir nicht verstehen, wo wir dann denken, können die Leser das denn verstehen, wenn wir das nicht verstehen? Geht eigentlich um alles. Also wir sind quasi so die ersten Leser. Wir dürfen es lesen, bevor alle anderen es lesen dürfen, später im Verkauf. Wir achten eigentlich auf, ja, auf alles, was uns unangenehm oder angenehm auffällt. Die Aliens sind nett. Das Interview ist toll. Das Interview ist auch lebendig ist. Genau. Und wo ich richtig was gelernt habe, war das diese Seite, diese Kurzelemente da, die Seite mit den Radiowellen und so. Und tolle Bilder gibt es eben hier in diesem Wunder des Weltalls zu sehen. Da gibt es wenig zu lesen, aber viel zu staunen eigentlich. Und die Bilder sind sowieso sehr schön in dem Heft. Auch ein schönes Hinguckheft, nicht nur ein Lesheft. Auf jeden Fall. Wir versuchen ja schon ein bisschen auch aus der Kinderperspektive das zu sehen, ob das die jungen Leser verstehen könnten. Für uns ist es angenehm, weil es mal eine Abwechslung ist, aber man muss mit anderem Blick dran gehen. Wir kriegen eben auch Sachen erklärt vielleicht auf eine Art und Weise, die wir auch verstehen. Denn die Hefte, die Artikel, die wir normalerweise lesen, da geht es zum Teil um Sachen, von denen ich auch nicht viel verstehe. Und das kann ich dann nicht nachvollziehen, weil es zu fachlich ist. Auf alle Fälle. Unbedingt. Für meinen Sohn als erstes. Ja, gern sogar. Das kommt auf den Redakteur an. Aber Kämpchen sind schon die täglichen, doch. Bei Neo gar nicht so. Ich glaube, da sind wir alle noch im Lernprozess. Das ist mehr ein Spiel, kein Kampf. Genau. Passt dazu, ja. Kinderheft ist eher spielerisch. Irgendwas Medizinisches. Was weiß ich, wie es im Körper drin aussieht, was das für wissenschaftliche Methoden gibt, den Körper zu durchleuchten, Krebsforschung, sowas in der Richtung. Ich würde vielleicht gerne sowas hören über das Mittelalter. Ganz andere Sachen. Wie die Leute, also so dass der Alltag im Mittelalter, nicht welche Kämpfe gefochten wurden, sondern wie das Leben war. Was es zu essen gab. Wie man geschlafen hat. Ob man verheiratet wurde, sowas.